Buja-Retro-Freunde, zurück bei Medieval und jetzt mit mehr Elan als jemals zuvor. Ja. Weiter geht's. Aufs Maul. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, ach, leck mich doch. Ja, die ist total geil. Das wollte ich nur nicht. Ich bin so ein Dödel. Nein, den Arm wollte ich auch nicht. So. Meine Fräse. Let's go. Im letzten Part habt ihr gesehen, da kommen mächtige Kugeln auf uns zu. Diese fetten Geröllbrocken. Das wird ein Spaß. Auf die Fresse. So, da nix. Und da und so. Und komm her. Oh, oh, ey, oh, oh. So, Money. Und aufs Maul. So, hier kommen wir noch nicht rein. Ich kann machen, was ich will. Because we need something different. Von großem archäologischem Interesse zerstört den Geröllblock, plündert die Höhle und nimmt die wertvollen Schätze mit. Ja, und es ist so viel leichter gesagt als getan. So viel doll. Nicht ins Feuer, das tut uns weh. Lauf, Daniel, lauf. Daniel. So. Lauf. Uäh. Und diese Truhe, da geht in die Luft. No. Aber wenn ich schnell genug weglaufe, weiß ich, habe ich was davon? Lauf. Aber leider waren keine Zombies in der Nähe. Also haben wir davon nicht viel gehabt. Aber so mal so zum Zeigen, ne? Der möchte mir wieder was andrehen. Will ich. Ja. Ja. Ich habe ja ein bisschen Gold. So. 40, 80. Boah, ihr. Pff, Alter. Alter, wie gemein. Ja, komm. Haben es besser als brauchen, ne? Genau. Das hier ist nicht. Das ist nur Zierde. Oje, oje. Oje, oje. Ob ich das hier genauso gut geschissen kriege wie bei der ersten Aufnahme? Ich wage es ja fast zu bezweifeln. Denn hier kommen wir nicht hoch. Können wir tun, was wir wollen. Das ist voll gemein. Wir müssen irgendwie... Lauf, 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 lauf! Ich hätte vielleicht... Egal. Nein, noch nicht. Aber jetzt! Ich kann hauen! Ich kann sie weghauen! Eigentlich! Alter! Nein, springen! Nein, lauf! Nein! Scheiße! Habe ich nicht gerade gesagt, ich werde mich dämlicher anstellen. Guckt, wie ich aussehe! 120! Manu, war hier nicht irgendwo so ein Dingens? War hier nicht? Ach, scheiße. Wie viele habe ich denn von diesen? Ich glaube, oben diese zwei Töpfe, die ich da habe mit Heilgedöns, ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass er die automatisch einsetzt, wenn es bei mir zur Neige geht. Ansonsten wäre doof. Mann, beim ersten Mal ging es viel besser. Ich sehe ja auch nicht vernünftig, wann welche kommen. Lauf! Lauf, 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 lauf! Okay. 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 Nein. Nein, nein, geh runter. Oh mein Gott. Nein, lauf. Nein, geh runter. Oh ja, super. 60. Großartig. Lauf, lauf, lauf! Nein, spring! Nein!
Ja, super, danke schön. Scheiße. Okay. Ich muss hier nur runter. So. Was bist du denn? Dickerchen. Oh, Himmel. So, hier. Und diesen Text hätte ich bei der ersten, beim ersten Aufnahmeversuch mal vernünftig lesen sollen. Die Keule ist eine primitive, aber effektive Waffe. Schlagt mit ihr, brennt mit ihr. Seht euch jedoch vor, seht euch jedoch vor, ein Schlag zu viel und sie zerbricht. Also man merke, schlagt mit ihr, ja, brennt mit ihr. Merke, brennt. Das hat man davon, wenn man nicht aufmerksam liest, ne? Ich habe Keule gefunden. Keule hat 100%. Keule benutzen wir nicht sofort, denn Keule geht kaputt. Eine Keule? Oh. So. Now I show you. The Keule. Umf. Und jetzt können wir in die Höhle, in der ich das letzte Mal kläglich versagt habe. Und jetzt hoffentlich nicht mehr so versagen werde. Im Gegensatz zu den Geröllbrocken da gerade. So. Denn da geht man nicht einfach nur rein und sammelt die Schätze ein. Denkste Puppe. Was für eine Luft. Wir hassen diese dunklen Höhlen und den fauligen Gestank nach alten Hexen. Hier hausten sie einst und brauten ihren Teufelstrank im Kessel auf dem Hexenfeuer. Und obwohl sie schon vor langer Zeit weiterzogen, steigt uns ihr ekelhafter Geruch heute noch in die Nase. Pfui, pfui. So. Hallo. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Komm runter hier. Na komm. Trau dich. Oh, Schnarchnase. Bam. So, als erstes einmal kurz hier. Hier sind böse Zombies, aber auch coole Sachen, an die wir aber so noch nicht rankommen. Und ich bin beim letzten Mal hier wie eine Blöde drauf rumgehopst, hab um mich geschlagen und so weiter. Völliger Quark. Vermute ich zumindest, dass das völliger Quark ist. So, jetzt nehmen wir das coole Stück hier. Schön dicht davor. Bams! Ach nee, die brauche ich. Beenden. So. Die brauche ich. Und jetzt sehe man, hier ist auch so ein Teil. Und das hat Feuer. Wer soll denn damit rechnen? Moment, erstmal lesen. Der Hexenzirkel für Hexen und Hexenfreunde. Ein Hexenzirkel erreicht den Höhepunkt seiner Macht erst, wenn alle heiligen Flammen brennen. Hexen bieten dem Abenteurer manchmal ihre Hilfe an. Doch sie leben zurückgezogen und müssen durch mystische Glücksbringer oder Talismane gerufen werden. Eine Hexe hilft jedoch selten umsonst. Meist stellt sie vorher eine Forderung an den Abenteurer. Denkt beim Rufen einer Hexe daran, dass sie nur in bestimmten Gebieten aktiv ist. Anzeichen für frühere Hexentätigkeiten in einem Gebiet lassen darauf schließen, dass eine Hexe gerufen werden kann. Was auch immer irgendwelche Anzeichen sind. Okay, das hatte ich das letzte Mal schon verstanden. Dass alle Sachen brennen müssen. Ich wusste nur nicht wie. Da ich das mit der Keule nicht vernünftig gelesen habe. Aber die Keule kann ja brennen. Ich bezweifle nur, dass sie allzu lange brennen. Von daher stelle ich mich mal dahin. Mache mal so. Sie tut es. Ich sollte vielleicht... Hallo? Rausgehen? Lauf, 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 lauf. Da! Da! Hallo? Was? Oh, du willst mich doch verarschen. Oh Mann. Und die Steuerung ist so schwammig und so schwierig. Wie soll man das denn hinkriegen? Okay, mach an.
Mach an. Mach. Alter. Mach die scheiß Keule an, bitte. Lauf, 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 lauf. Raus! Lauf! Himmel! Lauf, 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 lauf. Geradezu. Mach an! Mach an, mach an. Ja, bitte. Nein! Frumm nicht! Nein, ich wollte nicht hauen. Oh Mann, na das wird ein Spaß. Los jetzt. Du Huren! Mann! Bist du an? Lauf! Lauf, 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 lauf! Hoch, 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 rein, rein, rein! Und jetzt? Draufhauen! Ja! Ich will doch nicht mit der Keule. Ich will doch... Egal. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt voll egal. Und nochmal. Und noch... Nein. Komm her. Huch. Schon wieder nur 90. Ja, super, ey. Kelch. Yeah. Money. Geil. So, ab jetzt ist neu, ne? Ab jetzt weiß ich nichts mehr. So, da ist... Geht's da weiter? Da ist... Ach, schon wieder so ein Schild. Ich sollte öfter blocken. Was bist du denn? Oh, verstehe. War hier noch irgendwas? Nee. Ach, Mensch, schön. Okay. Habe ich den jetzt auch hier drin? Ja. So. Und nu? Hier drin wahrscheinlich nichts mehr. Da hatte ich übrigens mit der Keule schon versucht, die Schränke zu zerstören. Das geht nicht. Was nuschel ich denn so? Die Schränke zu zerstören? Hast du viel getrunken oder was? Nein, ausnahmsweise nicht. So. Yay! Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Heldensaal und wie finde ich ihn und wie komme ich hin? Ach ja, ich ahne es. Es geht auch noch die Straße hoch, habe ich recht? Lauf! So, Kamera. Okay, warte, kann ich rechts dran vorbei? I try. Nein, nein, nein! Oh, was tust du? 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 Okay, das ist die Höhle. Okay, okay. Es wird ja nicht aus Spaß hier oben irgendwie weitergehen. Spring doch! Nein, bleib unten. Nein! Hoch! Ja? Nein, der Rote. Wie, soll ich da jetzt ganz hoch oder was? Oder nach rechts? Oh Gott im Himmel. Ah ja, stimmt, ich soll hoch zu Zarok, ne? Macht Sinn. Nein? Oh Mann. Kann ich innen lang laufen? Kann ich... Oh, hör doch auf! Nein, hör doch auf! Nein! Du dummer Arschkackspielpimmel. Wie soll ich das denn machen? Außen am Rand kann ich nicht lang gehen. Da falle ich runter. Oh, Himmel. Moment. Ich habe die doch nicht aus Spaß gekriegt. Okay. Hops. Hops. Alter, spring. Okay. Was? Oh, noch eine Keule. Nein! Gib mir 100% zurück. Ach, oh, ist wieder ein Kupferschild. Alter! Ey, geht der schon geil los, ne? Bleib am Rand, bleib am Rand, bleib am Rand. Bleib am Rand. Genau. Nein, nein! Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Mann! Spring! Lauf! Wir haben versagt. Nehmt unser Leben. Ja, sehr gerne. Hä? Ach so, ich dachte, ich krieg jetzt Lebensflaschen, weil die könnte ich gut gebrauchen. Meine Fresse. Und das am Anfang. Yay. Ein weiser Abenteurer ist, wer die Orte, an denen er vorbeikommt, gründlich durchsucht. Besonders verborgene Plätze warten mit großen Belohnungen auf. Ja, das vermute ich auch. Und deswegen hatte ich auch gleich was vor. Oh Gott, immerhin. Oh. Warte mal, Moment, füllt ja meine Flaschen wieder auf. Oh mein Gott, wie geil. Oh, ist das schön. Erleichterung. Hört man mir gar nicht an, ne? Ja, na, hoffentlich mit Glück erst Heldensaal. Ah, schön. Wie wär's mit einem großen, langen Schwert? Da hätte ich nichts gegen. Ne, Sir Daniel Fortescue? Was, nun schon wieder? Schon zurück? Yep. Ihr glaubt wohl, ihr habt es schon geschafft? Nö. Doch nur ein wahrer Held hat einen Platz im Heldensaal. Ach, halt die Fresse. Seht ihr eure eigene geisterhafte Statue? Erst wenn sie fest geworden ist, seid ihr ein wahrer Held. Wo ist denn meine? Ist sie das? Tatsache. Cool. Okay. Bist du jetzt grün? Kann ich jetzt zu dir? Kann ich nicht. Sondern? Ich denke, ich kriege jedes Mal... Hä, schon wieder bei ihm? Okay. Hurra! Wusste ich doch! Ihr lasst euch doch nicht von ein paar luppigen Leichen niedermachen! Ich habe etwas, das euch weiterhelfen könnte. Ich schenke es euch, obwohl ich keine Ahnung habe, was es ist. Ich nehme, was immer es ist. Oh, ich liebe dich. Yay! Das werde ich noch so brauchen können. Brauchen. Brauchen können. Ja, dann können wir ja wieder raus. Oh. Lauf doch mal. Ja, möchte ich. Und jetzt will ich nämlich noch mal gucken. Jetzt sollten wir ja rein theoretisch auf die Karte kommen. Und dann möchte ich doch gleich noch mal in Dans Krypta. Oder sollen wir ihn Dan nennen? Daniel, Dan. Ja, kannst du gerne tun. Ich möchte gerade noch mal in seine Krypta zurück. Und mal mit der Keule auf die Wand einschlagen. In der Hoffnung, dass wir da von Schätzen überflutet werden. Nein, ich möchte gerne nochmal... Guck mal, es glitzert da halt auch noch. Und da gehe ich stark von aus. Nur weil ich hoffe, dass es nicht immer glitzert, sondern dass das nur glitzert, weil da halt noch was ist. Oh, bitte, bitte. Let me make the Wand kaputt. Okay. Einverstanden. But I wanna make the Wand kaputt. Ist da jetzt nochmal irgendwas? Ach was. Okay. Kann ich nochmal auffüllen? Das ist doch schön. Hä? So. Und hopp. Dann lohnt sich das ja jedes Mal zurückzukommen. Dann gucke ich auch nochmal. Guck ich auch nochmal hinten. Ach so, ich komme auch nur raus, wenn... Verstehe, verstehe. Wenn ich die Rune nochmal eingesammelt habe. Boah, ist ja mies. Hä, wieso kann ich denn hier nochmal alles... Wie ist denn das nicht? Bäm. Ja gut, okay, ja, das war jetzt unnötig, ich weiß. 1000 Schilde. Wenn sich wenigstens diese Zahl summieren würde da. Summieren.
addieren, ihr wisst schon. Und so. Jetzt wollen wir mal gucken. Wehe, das klappt nicht, dann bin ich ganz traurig. Oh! Ja! Oh, we did it! Oh, geil! Und noch eine Flasche. This is fucking awesome. Ach, schön. Schön, 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 freu, freu. So, jetzt kriegst du wieder die Rune. Jetzt lässt du mich hier wieder raus. So. Sehr, sehr gut. Also, meine Verzweiflung in der ersten Aufnahmesession völlig umsonst. Ich schepeischer das nochmal. Besser ist das. Jupp. 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 Ja, ihr Lieben. Und dann sind wir auch schon wieder bei über 20 Minuten. Das heißt, Folge 2 ist jetzt vorbei. Und weiter geht's mit Folge 3. Nö. So Gott will. Und die Urheberrechts-Heinis da nicht wieder rumzicken. Dann bis morgen. Tschüss mit üs. Warum sage ich immer tschüss mit üs? Das heißt doch tschüss mit üs. Ach, haut rein.